Ni hao, ich bin X-Jagers. Moinsen. Mit Japan. Mit X-Jobber aus der Ökonomie, ne? Rubile Avengers, virtuelle Wärme, was geht ab? Gruppe C. Und das ist Spieltag. Und man, Freunde, es ist wieder so ein Spieltag, da geht's um alles. Da geht's wieder um alles, warum auch? Ja, und das Problem ist immer, die letzten zwei Spiele waren jetzt im Moment immer Spiele gegen unsere eigene Mannschaft. Ja. Das ist einfach unglaublich. Und es geht ja hier um alles, Freunde. Und dann müsst ihr auch sagen, das ist für mich wieder hart schwer, wen soll ich nehmen? Und ich habe mich dann für Kolumbien entschieden, weil, nicht unbedingt, weil die besser sind, sondern weil ich die mehr mag. Und ich möchte natürlich dann auch die, die ich mehr mag, weiterkriegen. Und hoffe, dass ich das jetzt auch schaffe. Hab letztes Mal hart auf Fresse gekriegt mit denen. Was natürlich nicht so gut ist. Aber mal gucken, wie es dann heute ausgeht. Gegen diese Mannschaft. Ja. Wieder Ramos hier im zentralen Mittelfeld. Das ist ja meine neue Route. Und was sagst du? Wen würdest du lieber weitersehen? Kawashima und seine Super-Japaner? Ja, Dr. Kawashimas Gehirnjogging, das wäre schon mal gut. Ja, Kawashima hat auch bis jetzt immer gut gespielt. Das einzige 0-0, glaube ich, verursacht. Hat noch kein Gegentor kassiert. Also wird es für meine Kolumbianer schwer. Natürlich, mir ist eigentlich egal, wer jetzt. Also, wenn Japan gewinnt, dann ist Japan eigentlich so gut wie weiter. Obwohl, die sind dann weiter. Denn Griechenland hat 0 Punkte. Und die sind so oder so raus. Oh mein Gott! Oh, Falcao. Ich glaube, der hat schon 4 oder 5 Tore. Aber Kawashima, der hat schon genug Gehirnjogging gespielt. Der weiß halt, wo die Bälle hingehen, schon bevor geschossen wurde. Das ist natürlich klar. Das ist natürlich Ramos. Ja, Chinchi. Chinchi wurde hier wieder umgeschossen. Oh, was für ein guter Pass. Oh, wie schlecht war der abgeschlossen. Wie scheiße ist der eigentlich? Das frage ich mich mal immer. Das ist dann wieder so, ne? Wenn ich sowas sehe, dann ist das, als hätte ich Durchfall im Auge. Durchfall im Auge? Ist auch mal so eine Variante, ne? Ich wollte schon eigentlich immer Durchfall im Auge haben und jetzt. Oh, das ist doch einfach schlecht von der Abwehr! Japan hat es wahr gemacht. Gut Japan hat es wahr gemacht, dass ich mal Durchfall im Auge hatte. Ich wollte das schon immer haben, ne? Jetzt, wenn ich da Verstopfung kriege im Auge, ne? Dann muss ich auch immer Activia essen, ne? Weil das fördert die Verdauung und dann musst du immer schon wieder einen. Ja, kann man so sagen. Deswegen fressen auch so auch die ganzen Hausfrauen, ne? Wenn die sich mal denken, so, boah, hab ich Bock auf Durchfall, dann holen die sich halt mal so eine richtige harte Packung Activia rein, ne? Ja. Und dann. Und dann läuft das im wahrsten Sinne des Wortes, Falcao! Es war nicht mal. Oh doch, es war Falcao. Mit der Nummer 29. Ja, Kawashima hat einfach keinen Bock. Der hat keine Lust mehr. Warum nicht? Der will nur passen. Der will einfach nur passen. Der Controller war hier gerade am Abspinnen. Was ist da los? Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Es wären 6 Punkte für Kolumbien, wenn sie gewinnen. 6. Und somit wären sie auf Platz 1 kurzzeitig. Und ja, ich weiß nicht, wer das bessere Torverhältnis hat. Ich glaube, Elfmeinküsse hat mehr Tore geschossen, deswegen hat Japan dann keine Chance mehr weiterzukommen. Wie gesagt, jeder von uns hat eine Mannschaft weiter. Oh, und es gibt Elfmeter. Hey, Gavi. Ah, zu spät. Kagawa. Zu spät. Ist rausgeholt und er holt sich einen Runner. Zu spät gegrätscht. Und es gibt die gelbe Karte. Wir müssen übrigens noch die gelbe Karte von Vargas notieren. Haben wir gerade voll vergessen. Stimmt. Kagawa wird zu Fall gebracht. Es gibt Elfmeter. Keizuke Hände. Oh, Jungs, das wird. Ich glaube, das ist der erste Elfmeter dieser WM. Ich glaube, ich muss weinen. Ich glaube, Kagawa kann das auch. Das ist Honda. Honda. Der hat aber keinen Bock zu schießen. Der will einfach nicht. Warum? Verstehst du das? Verstehst du B nicht oder was? Oh, der hält! Ospina! Jetzt musste ich den mit X schießen. Ich musste den mit X schießen. Du hast wahrscheinlich auf Alternativ gestellt, die Steuerung. Nein, oder? Kann wohl sein. Können wir ja gleich mal nachgucken, wenn der Ball im Aus ist. Toll, kann ich das jetzt noch umstellen?
Ja, denk schon. Aber nicht, wenn ich jetzt vorm Tor bin. Und Adrian Rommers abzieht. Kannst du jetzt eben auf Start drücken? Oder auch nicht? Dann kannst du es immer. Ja, guck, der zieht ab, wenn ich auf X so. Ich habe auch Alternativ. Er hat die einfach mal schön auf Alternativ gestellt. Controller-Einstellung rechts. Nein, da doch, was doch nicht. Seiteneinstellung muss gehen. Mach mal zurück. Zurück. B. Ja. Dann Seite auswählen und dann Alternativ muss RT drücken. Ja, der Elfmeter, den habe ich trotzdem gehalten. Ospina hält sie hier im Turnier, meine Freunde. Oh, gut gespielt, verdammt gut gespielt. Aber die Abwehr ist einfach zu offen von Kolumbien. Das regt mich ja jetzt ein bisschen auf. Falcao steht da gut. So, jetzt können wir wenigstens wieder vernünftig spielen. Ist das scheiße, ey. Guarín. James Rodriguez. War jetzt gerade Passsteuerung, ne? Ist halt alternativ. Ja. Das ist die originale Passsteuerung, die aber bei Pass eh jeder umstellt. Weil eh alle die Pass spielen, FIFA-Spieler sind. Genau. Dieses Jahr kommt auch wieder ein neues Pass raus, aber wurde noch nicht von angekündigt. Bisschen schade. Ja, da können wir euch auch nicht mal. Da können wir Gameplays von Pass bringen, den wir dann West London Blue gegen West London Red spielen lassen. Naja. Ist ja schon wieder gut. Unglaublich scheiße, diese Spieler eigentlich immer. Also von den Mannschaftsnamen von England ist das echt. Von den deutschen Mannschaften gibt es ja wahrscheinlich Dortmund und Bayern, das war es dann auch. Leverkusen gibt es manchmal. Ja, PES 6 müssen wir mal zurückbringen, das war das beste PES, was es je gab. War ein super PES. PES 6 war einfach Hammer. Hat jeder gesagt, das ist einfach das beste, eins der besten Fußballspiele, die es je gab. Ja, das war auch Hammer. Da war ich aber noch zu klein, um das zu realisieren. Denn Guarín realisiert vielleicht hier den Einzug. Ein Unentschieden, das wäre natürlich das Aus. Sack I. Für Kolumbien. Und das Aus für diesen guten Torschützen, Falcao! Falcao, der hat 3 Tore. Also würde er nicht mehr berücksichtigt werden, weil er hat einfach zu wenige, um besser zu werden, wenn sie hier ausscheiden. Schade fände ich es natürlich, wenn Kolumbien ausscheidet. Aber natürlich Japan, mit denen habe ich auch gut gespielt. Auch eine super Mannschaft. Ja, bis jetzt. Der Bein. Ausgeglichenes Spiel, ein bisschen langweilig, oder? Außer der Elfmeter und die kleine Aufregung wegen der Passsteuerung. Ich merke schon, wie ich den Capo brauche. Häng mich an Tropf. Aber ich komme da nicht durch die Abwehr. Ich komme nicht durch. Also auf jeden Fall nicht durch die Mitte. Ich muss mehr über außen gehen, glaube ich. Ja, das war so klar, dass du den spielst. Oh. Ja, und ich hab zu kleine Spieler, um über außen zu gehen. Deswegen muss ich durch die Mitte. Was bis jetzt eigentlich auch mal ganz gut ist. Wer ist eigentlich dieser Lee? Den kenne ich nicht mal. Ist er gut? Ja, der hat gut gespielt bis jetzt. Aber Ospina, weg damit. Oh, unpräzise. Wir bauen natürlich ein Tor. Scheißegal, wer da steht. Nagawashi, Nagashashi, Nagashissi, Nagabichi, wer auch immer. Was für eine Flanke von Falcao aus der Drehung. Da habe ich auch so den Spieler gewechselt. Freunde, ich will jetzt nochmal hier einen Ausruf machen. Dass sie uns bitte Clipsy wiederbringt. Clips, man. Wo bist du? Endo. Endo. Gelbe Karte, die nächste gelbe Karte. Viele gelbe Karten jetzt schon in diesem Spiel. Könnte neuer Rekord werden für unsere virtuelle WM. Juhu, Rekord, Lede. Guarín, der hat richtig Bock, der Junge. Der hat richtig Bock, der Junge. Oh, hätte ich da mal einfach B gedrückt. Kabishime. Schme. Zapata. Ecke rausgeholt. Ecke rausgeholt, gut gemacht. Kagawa. Bei Eckball kann ich natürlich nicht jetzt hier ein Kopfballtor kassieren. Falcao macht das gut. Jackson Martinez. Nein! Jackson Martinez. Könnte man schieben, wenn ich noch nicht rausrenne. Was besteht noch die Gefahr? Und er macht ihn ganz eiskalt. Jackson Mist. Martinez mit dem 1:0 für Kolumbien. Was will man marken, ne? Was will man marken, ja. Kawashima kassiert sein erstes Tor. Ich denke, der X-Jägers hat mal wieder auf dem Finntor spekuliert, dass ich das mache. Hinten war es aber auch gerade sehr offen, habe ich gemerkt. Ja, irgendwie waren hier auf einmal alle,
alle vorne und nicht hinten, da wo sie zu hinten haben. Und dieser Ball geht wohl zu Falcao. Was Falcao, ist das denn? Falcao und macht das 2:0. Falcao mit seinem vierten Tor diese Saison, diese WM-Saison, sage ich schon. Und ist es die Entscheidung? Ich denke mal, das ist es jetzt schon fast gewesen. Ja, der spielt auch einfach nicht ab. Die haben auch gar keinen Bock. Die wollen auch gar nicht ins Achtelfinale kommen. Die denken sich, ach, Japan, wir hauen lieber den neuen Nintendo raus und läuft halt wohl. Freddy Guarin. Guarin! Nicht die Nintendo 64, sondern vielleicht mal die Nintendo 69. Ah, die wäre auch. Da wäre auch schon die Zahl, ne? Die wäre schon sehr gut. Wegen diesen sexuellen, notgeilen kleinen Kindern, die würden sich das sogar kaufen, ne? Weil die denken sich dann 69, wenn man 69 hat. Falcao wieder vorm Tor! Und es gibt Freistoß oder was gibt's? Elfmeter oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt irgendwas auf jeden Fall. Wegen diesem Foul hier. Aber ich denke mal, es war vorm Strafraum. Elfmeter! Elfmeter, unglaublich! Oh, da hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Toll, und wer wird's schießen? Natürlich wahrscheinlich Falcao. Also oder Guarin. Nicht James Rodriguez, Falcao kann das wesentlich besser. Und er macht ihn eiskalt! Das ist das fünfte Tor für Falcao, er übernimmt die Führung. Der Torschützenliste 3-0, das war's für Japan. Das war's für Japan. Tschüss und ciao, Ching Wow. Ja, Konichi nicht wahr. Das ist nicht wahr, denken sich wahrscheinlich die Japaner gerade. Also an alle Japaner, die uns verfolgen. Glückskekse. Und ja, tut uns auch sehr leid. Jackson Martinez. Er läuft schon wieder die Nase. Die Nase läuft. Läuft. Bei dir. Quadrado. Ah, ich wechsle nochmal aus. Da habe ich echt viele, die kurz davor sind zu sterben. Obwohl Muriel, der ist ein guter Spieler. Warum ich denn hier Quintero? Ne, dem Quintero will ich nicht. Ich habe, glaube ich, 3 Quinteros. Maxinez auch aus Pabon rein nochmal. Ja. Den Handshake haben wir übrigens mal vergessen. Stimmt, den haben wir vergessen. Ja, hier nochmal ein Handshake. Ja. Danke, dass wir beide jetzt schon mal 2 in der Viertelfinale haben. Und vielleicht auch 3, weil hier haben wir auch 2 sicher. Ja. Aber wir wissen ja nicht, wer jetzt in der nächsten Gruppe jetzt. Genau. Da müssen wir jetzt mal. Wenn wir da auch jeder eine sicher drin haben, ja, dann haben wir wieder 2 sicher im Viertelfinale und dann müssen wir auch weinen. Obwohl, ja. Weil das wird dann auch echt langweilig, ne? Nachher im Finale ist dann Algerien gegen Iran und dann. Nee, dann will ich auch die virtuelle WM nicht zu Ende. Wir haben es für Sie ausgerechnet. Dann müssen wir einfach. Credits an Algerien. Oder? Ja, Algerien. Yoshida? Ist das deren Ernst? Yoshida. Oh, Cuadrado, unglaublich gut gemacht. Oh, das ist wunderschön gespielt von Japan. Das ist gut gespielt, nein, Ospina. Ich wollte das Fintor machen. Ich fang an zu heulen mit denen. Falcao auf der Bank. Wunderschön inszeniert, wie er auf der Bank mit dem Leibchen sitzt. Will keiner sehen. 5 Minuten Nachspielzeit finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich fand auch den. Also, wir hatten diese virtuelle WM wirklich nicht ein Elfmeter. Und was machen wir in diesem Spiel? Einfach mal 2 Elfmeter. Oh. Einer davon geht rein. Und der andere nicht. Weil natürlich die Steuerung auf Alternativ war. Wenn die normal gewesen, hätte ich den so die da reingeklöppelt, ne? Geklöppelt wie der Jürgen Klopp. Und es gibt das 3:0. Es gibt Kolumbien als erste Mannschaft, die hier in Gruppe C weiter ist. Als ob erster oder zweiter werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. In der nächsten Folge. In unserem nächsten Spiel. Im nächsten Part. Griechenland gegen Elfenbeinküste. Wo es auch für dich dann eigentlich so nur darum geht, ob erster oder zweiter. Was hättest du lieber dann? Natürlich erst mit Elfenbein. Ja. Ja. Geil. Und wir freuen uns natürlich, ne? Worauf denn? Ja, auf alles. Auf dass Jesus wieder aufersteht und das wird zu Ostern ordentlich was zu fressen kriegen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bei der virtuellen WM.